19. Ja, wir fahren jetzt aber. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Da soll eine Person eingeklemmt sein. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren 7 LKWs an dem Unfall beteiligt. Eine Person war schwerst eingeklemmt. In einem PKW, der noch zwischen den LKWs war, war eine Person leicht verletzt, aber nicht eingeklemmt. Die Autobahn war voll blockiert. Durch das Nicht-Dasein einer Rettungsgasse musste die Feuerwehr, die sich im Stau festgefahren hat, erst einen anderen Weg zur Einsatzstelle suchen. Man konnte dann gegen die Fahrtrichtung einfahren, nachdem der Hubschrauber grünes Licht gegeben hat, dass man durchfahren könne. Die ganze Sache ist hier am Leonberger Dreieck zwischen Leonberg Ost und Leonberg West. Ein Fahrzeug hat Bettungssteine geladen, die über ca. 100 Meter verstreut waren. Durch das war es auch das Zukommen an die Einsatzstelle relativ schwierig, um die Fahrzeuge parat zu stellen, dass die Gerätschaft auch richtig eingesetzt werden konnte. Durch die viele LKWs, waren alle Sattelzüge, war die Einsatzstelle über ein relativ großes Feld verstreut und somit hat man da große Wege gehabt. Durch das war auch die Feuerwehr massiv im Einsatz mit 9 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften. Die Wetterbedingungen sind natürlich heute extrem für so einen Einsatz. Erstens haben wir da Asphalt, wo abstrahlt, dann die Schutzkleidung der Feuerwehr, wo einfach benötigt wird. Aber der ganze Sache kann man mit Getränke entgegenwirken. Wir konnten die Mannschaft austauschen während dem Einsatz, sodass hier auch niemand überlastet war. Der DRK-Ortsverein Leonberg ist im Einsatz, um die Passanten im Stau zu versorgen, um hier eine Betreuung stattfinden zu lassen, dass auch da niemand dehydrieren muss. Genauso ist das THW von Leonberg im Einsatz, um die Trümmer auf der Autobahn wegzuräumen mit einem Radlader und einem LKW. Wir haben hier mit Sicherheit nochmal 5 Stunden Einsatzdauer, bis das hier die Unfallstelle geräumt ist. Bis die LKWs alle auseinandergezogen sind, wird es noch einige Zeit dauern. Es sind viele ineinander verkeilt und es muss erst voneinander getrennt werden. Aus diesem Grund wird es mit Sicherheit noch längere Zeit dauern. Auch ein Teil der Beladung muss entladen werden, bevor die Fahrzeuge abgeschleppt werden können. So ein Einsatz ist ja nicht ganz alltäglich, auch hier im Leonberger Dreieck, auch wenn viele Unfälle sind, aber dass jetzt so jemand extrem schwerst eingeklemmt ist, und das war in diesem Fall absolut so, ist doch eher selten. Die Rettung war nach 35 Minuten abgeschlossen. Es war da eine super Zusammenarbeit mit DRK und Feuerwehr. Hand in Hand ist es perfekt gegangen. Und durch das ging das auch relativ fix dann. Auch wenn eine halbe Stunde sich natürlich lang anhört. Das ist aber wieder rüber. Dann müssen wir erst die Straße. Ja, dann fahren wir durch.
Aber
du mir auch noch ein Fläschle von dem blauen? Ja. Dankeschön. Wir hatten heute gegen 10.40 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Leonberg West, einen schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Lkw und einem Pkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen musste der vorderste Lkw verkehrsbedingt abbremsen und im weiteren Verlauf konnte der Lkw, der ganz hinten war, nicht mehr rechtzeitig abbremsen, beziehungsweise ist nahezu ungebremst auf die vorhin fahrenden Lkw aufgefahren und hat dann die Lkw und den Pkw zusammengeschoben. Wir haben einen Schwerverletzten, das ist der Verursacher, der Lkw-Fahrer ganz hinten, und zwei leicht verletzte Personen. Schaden wird derzeit auf ca. 1 Million Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn musste komplett gesperrt werden für mehrere Stunden für die umfangreichen Aufräumarbeiten und Spurensicherungsmaßnahmen. Wir haben derzeit ein Staumanagement laufen, um den Verkehr von der Autobahn runterzubringen, um die Unfallstelle rumzuleiten und dann vorne wieder draufzubringen. Gleichzeitig, aufgrund der heißen Temperaturen, haben wir mit dem Roten Kreuz zusammen Getränke für die Verkehrsteilnehmer, die im Stau stehen, bereitgestellt. Und wir beginnen auch mit Ausleitungsmaßnahmen von den Verkehrsteilnehmern, die derzeit direkt hinter der Unfallstelle stehen. Nach meiner Einschätzung hatte der Pkw erhebliches Glück. Er war direkt in einer Sandwich-Position zwischen dem Lkw, der vor ihm noch rechtzeitig bremsen konnte, und dem Lkw dahinter auch. Und der Lkw ganz hinten hat alle zusammengeschoben. Von daher war die Wucht nicht mehr allzu stark. Aber dennoch muss man sagen, er hatte erhebliches Glück, dass das Fahrzeug zwar immens beschädigt war, aber die zwei Personen nur leicht verletzt.
Ich bin mir nicht sicher, ob der noch. Was brauchst du? Kein grenzwertig. Aber, da liegt. Ja, das ist der andere.
Leute, setzen wir dann einladen.